Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute heißt Stadt, Land, Fluss. Wir werden jetzt nicht das Spiel spielen, sondern ich möchte an dem Beispiel Stadt, Land, Fluss mal demonstrieren, wie man so ein Datenmodell entwickelt und wie man es dann nachher nach Java übertragen kann. Die Aufgabe ist also, Erstellen eines Datenmodells, das die Elemente Stadt, Land, Fluss und Person beschreibt und dann dieses Datenmodell nach Java zu übertragen. So, aus der Aufgabenstellung ergibt sich ja, dass wir sicher für Personen, Städte und Länder und Flüsse jeweils einen Objekttyp brauchen. Dann fangen wir doch mal mit dem direkten an. Fangen wir mit der Person an. Von der ausgehend werden wir ja den Rest sicher entwickeln können. Also die Person. Ja, der Objekttyp Person. So eine Person hat sicher einen Namen. Schreibe ich jetzt mal hier rein. Name und das sei mal ein String. Und den machen wir gleich mal public, weil sonst kann man ja nicht damit arbeiten, wenn man nicht sieht, wie die Person heißt. Gut. Machen wir ein bisschen Platz für eventuelle Methoden. So, dann als zweiten Objekttyp mache ich jetzt einfach mal die Stadt hier hin. Stadt als Objekttyp. Das wird ja später Objekte geben, die Städte sind, also oder Städte repräsentieren eigentlich. Und da haben wir auch wieder als Attribut eigentlich einen Namen. Und das ist auch wieder eine Zeichenkette. Und dann werden wir sicher noch ein bisschen Platz für Methoden brauchen. So, dann fangen wir doch einfach mal auf der Seite schon an. Was kann denn jetzt das Verhältnis zwischen einer Person und einer Stadt sein? Also, fangen wir mal an. Eine einfache Relation wäre zum Beispiel, ja, lebt in, ja, die Person lebt in einer Stadt. Ja, und Kardinalitäten heißt, ne, eine Person lebt in genau einer Stadt, und zwar immer. Und sagen wir mal, in so einer Stadt können 0 bis mehrere Personen leben. Na gut, mal drüber streiten, ob eine Stadt noch eine Stadt ist, wenn sie da niemand mehr lebt. Aber im Prinzip, ja, das Konzept Stadt, na, oder sagen wir mal Häuser, die bleiben ja da stehen, könnte man ja so sagen. Gut, was könnte noch eine Relation zwischen der Person und der Stadt sein? Man könnte da geboren sein. Ja? Das heißt also, es gäbe noch eine zweite Art von Relation. Ja, und die ist geboren in. Ja, jetzt sehen Sie auch schon, warum die Relationen einen Namen haben müssen. Ja, weil es ist ja nicht das Gleiche. Lebt in und geboren in sind ja verschiedene Dinge. Es ist aber trotzdem eine Relation zwischen Person und Stadt. Ja, auch hier wieder, man ist in genau einer Stadt geboren und in so einer Stadt können 0 bis n Leute geboren sein. Ne? Also Vatikanstadt, da werden weniger Leute geboren oder keiner. In anderen Städten halt eben mehr Leute. Gut. Dann machen wir mal weiter. Stadt, Land, Fluss hieß das Ganze. Machen wir mal mit dem Land weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall, denke ich mal, einen Objekttyp für die Länder. Den nennen wir Land. Es ist jetzt schon fast ein Klassiker, dass ein Land natürlich auch einen Namen hat. Also hier müsste Name hin. Und es ist auch wieder eine Zeichenkette. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Platz für Methoden. Also hier neuer Objekttyp. Land. So, wie hängen die jetzt zusammen? Also Städte und Länder. Sagen wir mal, haben wir eine ganz einfache Beziehung. Liegt in. Ja, also die Stadt liegt in genau einem Land. Also brauchen wir hier eine 1. Und in so einem Land können jetzt 0 bis n Städte liegen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, gibt es ein Land, wo es keine Städte gibt? Ja. Schauen Sie sich Liechtenstein an. Vaduz. Wer bei uns würde es als Dorf durchgehen? Also von daher denke ich mal, sind wir mit 0 bis n da ganz gut bedient. Gut, und dann haben wir noch die Flüsse. Dann machen wir mal hier unten noch ein Objekttyp Fluss hin. So. Auch der hat wieder einen Namen. Und es ist wieder ein String.
Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir da vielleicht gleich noch ein zusätzliches Attribut brauchen. Und zwar würde ich gerne, damit wir nachher ein schönes Beispiel haben, hier oben an der Stadt so eine Methode anbringen, die heißt Get Description. Und die gibt dann nachher sowas zurück wie Stadtname liegt in einem Land und liegt an einem Fluss. Und dann brauchen wir für den Fluss dann noch das Geschlecht, ja, weil am Main eben anders ist als an der Donau. Und das Geschlecht kann ja männlich oder weiblich sein. Dann machen wir hier also mal ein Male Boolean hin. Ja, also das heißt, wir haben nachher noch hier die Möglichkeit abzulegen, ob der Fluss männlich oder weiblich ist. So, Beziehung zwischen Fluss und Land könnte man ja sagen, fließt durch. Aber machen wir jetzt erstmal nur die Beziehung zwischen Stadt und Fluss. Ja, machen wir hier mal so einen Strich. Na, das sei jetzt mal die Beziehung zwischen diesem Objekttyp Stadt und dem Objekttyp Fluss. Ja, also Flüsse fließen durch Städte und Städte liegen an Flüssen. Also würde ich sagen, nennen wir die mal liegt an. So. Und da haben wir jetzt als Kardinalitäten, es können ja mehrere Flüsse durch so eine Stadt fließen, also 0 bis n. Und umgekehrt fließt ja so ein Fluss gegebenenfalls auch durch mehrere Städte. Ne? Brauchen Sie ja in Ingolstadt nur mal aus dem Fenster gucken. Ja, der große Fluss, der fließt ja auch nur durch Neustadt und ja, durch halb Europa. Also von daher müssen das auch mehrere sein. Jo. Und ja, jetzt habe ich hier hinten we relativ wenig Platz, aber sagen wir mal, da unten müsste ja noch so ein unterer Kasten sein für Methoden. Den lassen wir jetzt mal leer. Gut, und dann schauen wir uns jetzt nochmal unser Datenmodell an und stellen wir fest, dass alle hier, also da, da, da und da, im Prinzip einen Namen haben. Ja? Da wäre es natürlich geschickt, wenn man das mit dem ganzen Namenhandling nur einmal implementieren müsste. Ja, und dafür basteln wir uns jetzt noch hier einen zusätzlichen Objekttyp rein. Und den nenne ich jetzt mal Named Object. Also ein Objekt, das einen Namen hat. Der einzige Zweck ist, dass es einen Namen hat, der vom Typ String ist. Weitere Methoden gibt es auch nicht. Den Kasten lassen wir also gleich mal leer. Und was wir jetzt machen können ist, wir nehmen jetzt einfach hier mal die Namen raus und sagen, naja, so eine Stadt hat einen Namen und den hat sie, weil sie ein Named Object ist. Ja, also hier eine Vererbung. Ja. Und das gleiche gilt auch für ein Land. Das heißt, wenn wir nachher zum Beispiel mal Listen haben mit Städten, Ländern und Flüssen, dann können wir die alphabetisch sortieren, ja, weil die ja alle Named Object sind. Das heißt, wir brauchen uns nur einmal darum kümmern, wie man eigentlich Named Objects nach dem Namen sortiert. Und das ist ja relativ einfach, weil die haben ja alle immer das gleiche Attribut Name. Auch hier beim Fluss machen wir den Namen mal weg. Ja, und dann erben wir von Named Object. Damit ist jeder Fluss ein Named Object. Ja, und alle Named Objects haben ja automatischen Namen. Das gleiche machen wir mit der Person. Da müssen wir ein bisschen gucken, wo wir da den Strich durchmachen, damit das hier nicht so unübersichtlich wird. Ziehen wir den mal hier rüber. Ja, also die Person erbt auch von unserem Named Object. Damit haben jetzt Städte, Länder, Flüsse und Personen einen Namen. Und sie sind auch alle Named Objects. Das heißt, wenn man irgendwie mal für einen Atlas ein Register machen wollte, dann könnte man die alle gleich behandeln, nämlich als Named Object, und dann haben sie eben einen Namen. So, das Ganze jetzt nochmal im Überblick. Ich habe jetzt mal hier unten an der Person noch zwei Methoden eingebaut, also einmal den Namen des Landes, in dem die Person lebt. Das wäre ja hier ein String. Und nochmal so ein Get Description, also dann, was weiß ich, Person, Name, lebt in der Stadt und so weiter.
Ja, das Get Description hier hatte ich ja eben schon gesagt, das soll ja sein Frankfurt, was weiß ich, an der oder sowas. Gut, dann haben wir hier unsere Relation lebt in. Ja, also es können, also eine Person kann in genau einer Stadt leben und zwar muss sie das auch. Deshalb steht hier nur die 1 und nicht 0 und 1. Es können aber mehrere Personen in einer Stadt leben. Ja, das gleiche gilt im Prinzip für geboren in. Ja, also mehrere Personen können in so einer Stadt geboren sein, aber so eine Person ist immer nur in einer Stadt geboren. Hier sehen Sie es auch nochmal mit den Vererbungsfallen. Ne? Das heißt also hier Städte, Länder, Flüsse und auch Personen sind alles Named Objects. Das heißt, die haben einen Namen. Immer. Ja, dementsprechend ist natürlich jetzt auch hier zum Beispiel das Land so relativ leer. Ne? Also erbt im Prinzip alles und ist dann Land und es gibt im Prinzip nur noch hier diese zusätzliche Relation. Diese liegt in, ne, die Stadt liegt in genau einem Land und zwar immer. Und umgekehrt können mehrere Städte in so einem Land leben. So, und das gleiche oder ähnliches gilt natürlich für die Flüsse. So ein Fluss, ja, der kann ja durch mehrere Städte fließen. Umgekehrt kann so eine Stadt an mehreren Flüssen liegen. Ja, dann hier unser Boolean Male. Ja, dass wir sehen können, ob der Fluss männlich ja, ist oder wenn er nicht männlich ist, dann ist er eben weiblich. So, jetzt übertragen wir das mal nach Java. Dazu öffnen wir Eclipse und im Eclipse legen wir erstmal ein neues Java-Project an. Ich nenne es jetzt einfach Stadtlandfluss, ne, dann passt es. Stadtlandfluss und im Stadtlandfluss fangen wir jetzt einfach mal gemäß unseres Vorgehens an, für jeden Objekttyp eine Klasse zu erzeugen. Ja. Fangen wir mit dem Named Object an. Ja, das Named Object, da wollen wir ja nachher von erben, das ist immer ganz praktisch, wenn das schon als erstes da ist. Gut, da ist es, Named Object. Schauen wir mal in unser Datenmodell. Das einzige Attribut, was es hat, ist eine Zeichenkette mit dem Namen Name. Und die machen wir gleich mal private, weil da wollen wir ja uns ein Getter und ein Setter für generieren lassen. Ja, machen wir das mal. Rechte Maustaste. Source generate getters and setters für unseren Namen. So, sehen Sie hier, es gibt also eine Methode getName, die gibt nichts anderes zurück als den Namen. Dann gibt es eine Methode setName, die bekommt einen Parameternamen und weist diesen dann hier dem Attributnamen zu. Ja gut, und vorher prüfen wir mal, ob der Name gültig ist. Dann sagen wir einfach mal, if name gleich null, also wenn der überhaupt nichts übergeben hat. Dann schreiben wir hier mal rein throw new exception each named object need to name. Ja, null is not allowed. Ja, das heißt also, hier darf man nicht 0 übergeben. Jetzt ist es rot unterstrichen, weil wir ja hier oben noch nicht deklariert haben, dass wir Exceptions werfen. Das können wir jetzt von Hand hinschreiben oder wir lassen es uns eben reingenerieren. So, und dann haben wir gesagt, naja gut, wenn er uns einen leeren String gibt, ne, das bringt uns auch nichts. Das haben wir ja also, wenn der leer ist, dann sagen wir im Prinzip das Gleiche. Und dann sagen wir empty strings are not allowed. So, und jetzt haben wir unser Attribut, Name, mit einem Getter und einem Setter. Der Setter sorgt dafür, dass der Name auch wirklich immer gültig ist. Naja, und wenn wir hier schon so ein relativ streng prüfen, ob das alles sinnvoll ist, na, dann ergibt sich eigentlich daraus, dass so ein Named Object eigentlich immer einen Namen haben muss. Und wenn es ein Muss-Attribut ist, na, dann können wir es zum Beispiel über den Konstruktor erzwingen, dass es uns übergeben werden muss. Ja, der Konstruktor,
heißt jetzt genauso wie die Klasse, also named Object. Ja, und bekommt als Übergabeparameter genau diesen Namen. Ja, sonst würde der ja fehlen und das Ganze muss public sein, sonst kann nachher keiner so ein Objekt anlegen. Ja, und hier drin machen wir jetzt nicht einfach name gleich name. Ja, könnte man ja machen. Aber wir haben uns ja extra hier unten einen schönen Setter geschrieben, der sämtliche Überprüfungen macht. Also immer den Setter auch benutzen. Dann braucht man nur an einer Stelle die Prüfungen implementieren. So, das ist jetzt wieder rot unterstrichen, ne, weil SetName ja im Zweifel eine Exception wirft. Und da müssen wir das natürlich hier an unseren Konstruktor auch dran schreiben, dass der das auch tun kann. So, damit ist unser Named Object schon mal abgehandelt. So, oh, dann würde ich doch sagen, fangen wir jetzt mal nach unserem normalen Vorgehen an mit dem nächsten Objekttyp. Also nächster Objekttyp in eine Klasse umwandeln. Fangen wir mal mit der Person an. Person. Jo. Und Person erbt von named Object. Ne? Das heißt, es hat den Namen ja gar nicht selber definiert, sondern es erbt alles, was es so an Attributen hat, von named Object. So, der ist jetzt auch wieder rot unterstrichen, weil wir erinnern uns, dass das named Object einen Konstruktor hat, der einen Namen übergeben bekommen muss. So, und dieser Name, der fällt ja eben nicht vom Himmel, sondern der muss übergeben werden. Und diesen Konstruktor muss natürlich auch jemand aufrufen. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier gar keinen Konstruktor definiere, dann gibt es auch keine Möglichkeit, Personen anzulegen, weil es eben einen Konstruktor geben muss, der den Konstruktor von NamedObject aufruft. Ja, machen wir das also. Wir definieren also einen Konstruktor für die Person, public Person. Das Ding heißt ja genau wie der Klassenname. Es gibt, sieht auch aus wie eine Methode, hat aber keinen Rückgabetyp. Und was brauchen wir? Wir brauchen den Namen. Sonst wüsste ich ja gar nicht, was ich dem Konstruktor von NamedObject übergeben kann. Ja, und um an den Konstruktor von NamedObject dranzukommen, rufe ich super auf. Und übergebe da einfach den Namen. Ja, dann wird in dem Konstruktor von NamedObject der Name überprüft. Und auch hier wieder, wir haben es alles rot unterstrichen, weil uns nämlich hier die Exception fehlt. Ja, also die Deklaration von der Exception. Das heißt, wir müssen ja oben dran schreiben, dass wir da drin unter Umständen Exceptions werfen. Wenn ich hier drin den Konstruktor von NamedObject aufrufe, das ist ja der hier, dann steht ja hier auch schon dran, dass der Exceptions werfen kann, weil die könnten hier aus diesem SetName rauskommen. Ne? So, dann hätten wir die Person soweit im Kasten, zumindest mal für diesen Durchlauf. Dann machen wir die nächste Klasse, nämlich die Stadt. Ja? Also Class Stadt. Ja, auch hier wieder extends named object, ja, weil ja alle Städte benannte Objekte sind. Ja, und auch hier wieder das gleiche, wir brauchen einen Konstruktor, den nennen wir jetzt mal, den nennen wir wie die Klasse, der muss wieder public sein und er bekommt als Parameter natürlich wieder einen Namen, ja, und ruft dann den übergeordneten Konstruktor mit genau diesem Namen als Parameter wieder auf. Und dann fehlt uns hier eigentlich nur noch die Deklaration von der Exception-Werferei. Ne? Und dann sind wir eigentlich hier auch schon durch. Ne? Attribute fallen ja hier aus. Ne? Wir haben ja keine Attribute mehr. Sind ja nur noch die Attribute, die wir sowieso aus dem Named-Object erben, anzulegen. So, dann machen wir das gleiche mal für das Land. Ja. Wieder von NamedObject geerbt und wieder einen Konstruktor, der einen Parameter bekommt, den wir nachher als Namen verwenden können. Und da rufen wir wieder unseren Superkonstruktor auf, also den Konstruktor der übergeordneten Klasse. Und auch hier gilt wieder, wenn der eine Exception werfen kann, dann
Ja, können das eigentlich. Da muss er das im Prinzip weitergeben. Und da müssen wir das hier auch angeben. Was hat er jetzt hier? So, jetzt passt. Keine roten Fehlermeldungen mehr drin. Gut, als letzte Klasse brauchen wir jetzt noch den Fluss. Machen wir das mal. Auch ein Fluss ist ein Named Object. So. Machen wir mal, damit wir das schon einmal drin haben, direkt den Konstruktor rein, also wie wir es eben schon gesehen haben. Nämlich erstmal, dass er den Namen setzt. Auch hier brauchen wir wieder ein Throws Exception. So, und jetzt steht ja da, es gibt ein Attribut, nämlich vom Typ Boolean. Und das ist, ich habe es Male genannt. Also ob das ein männlicher oder ein weiblicher Fluss ist. Dann können wir auch gleich mal initialisieren. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, den hier auch mit zu übergeben. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ja, also man könnte natürlich auch sagen, ja, also ich mache erstmal alle Flüsse männlich und wenn ich den dann weiblich haben will, setze ich extra. Aber wir setzen das jetzt mal mit hier rein. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt zu dem Boolean, fehlen die Getter und die Setter. Die generieren wir uns jetzt mal hier über Source wieder. Und Sie sehen, die heißen jetzt, wenn sie Boolean sind, heißen die nicht mehr getMail, sondern isMail. So, bis hierhin sieht es also alles aus wie immer, außer dass das Ding jetzt nicht getMail, sondern isMail heißt. Return Mail und hier drin der Setter sieht wieder so aus wie erwartet. SetMail bekommt als Parameter ein Boolean Mail und setzt es in den Parameter dann entsprechend auf das Attribut. So, und dann erweitern wir einfach hier unseren Konstruktor um den Aufruf von SetMail und da übergeben wir einfach das, was hier als Parameter übergeben wurde. Ja, das heißt also, wenn jetzt hier jemand das Mail setzt als Parameter, dann wird das Mail dem SetMail als Parameter übergeben, kommt hier also in dem SetMail an und wird hier einfach entsprechend auf das Attribut gesetzt. Ne? Und danach endet das hier. Dann ist also der Parameter Mail wieder weg. Das endet und der Parameter Mail ist auch weg. Aber das Attribut Mail behält halt den Wert, den wir gesetzt haben. Gut, damit haben wir jetzt den Rohbau soweit fertig. Ja, es gibt also für jeden Objekttyp eine entsprechende Klasse. Und wir haben auch schon die Vererbung eingebaut. Also wir erben jetzt also alle von Named Object. Passt hervorragend. Dann fangen wir jetzt vorne wieder an und bauen uns die Relationen ein. Fangen wir also bei Named Object an. Named Object hat keine Relation, es hat nur Attribute, die haben wir schon eingebaut. Gehen wir also zur Person. Die Person hat Relationen und zwar einmal lebt in und einmal geboren in. Und wenn wir da mal hinschauen, das sind Pflichtattribute. Das heißt, es muss eine Stadt geben, in der er lebt und es muss eine Stadt geben, in der er geboren ist. Das heißt also, wir müssen nachher erzwingen, dass diese Städte auch tatsächlich da sind. Jetzt bauen wir aber erstmal das entsprechende Attribut ein. Also das Attribut für eine Stadt, in der man geboren ist und eine Stadt, in der man lebt, ist jeweils vom Typ Stadt. Fangen wir also mal an mit der einen Stadt und die heißt lebt in. Also die Relation zwischen der Person und dieser Stadt ist, dass die Person dort lebt. Dafür brauchen wir jetzt auch wieder Getter und Setter.
Ja, also hier get lebt in, gibt einfach das lebt in zurück und set lebt in bekommt eine Stadt als Parameter und setzt das Attribut. So, hier könnten wir jetzt auch mal gleich wieder eine Prüfung einbauen. Wir könnten ja sagen, also lebt in darf nicht null sein, also darf nicht gar nichts übergeben werden. Das ist ja ein Pflichtattribut. Also if lebt in, also der Parameter, wenn der null ist, ja, dann werfen wir eine entsprechende Exception. Throw new exception. Statt has to have a value. Also sagen wir mal, statt lebt in. Ja. Das heißt also, wir erzwingen, dass es diese Stadt auch geben muss und auch hier wieder brauchen wir das throws, ja, weil das kann ja jetzt eine Exception werfen. Das müssen wir also angeben. Ja, das gleiche machen wir jetzt mal für die andere Relation. Auch hier, ne, also geboren in ist wieder eine Stadt. Also vom Typ Stadt geboren in. Auch hier wieder generieren wir uns unsere Getter und Setter. Ja, vielleicht sollten wir dann noch explizit sagen, dass das private ist, also dass da auch wirklich niemand anders dran kann. Haben wir oben bei dem lebt in genauso. So, und dann, ja, also der wird ja hier automatisch richtig generiert. Also get geboren in gibt dieses geboren in zurück und set geboren in gibt setzt eben das Attribut. Auch hier können wir dann vorher nochmal eben prüfen, ob das auch nicht null ist. Ja, muss dann natürlich geboren in heißen. Also if geboren in gleich null, dann statt geboren in has to have a value, also muss gesetzt sein. Jo, und dann machen wir unsere Deklaration für das Werfen von Exceptions da dran. Und dann haben wir die beiden Relationen schon mal richtig ein Attribut übersetzt. So, jetzt müssen wir noch erzwingen, dass es auch Werte gibt. Dazu bauen wir jetzt mal unseren Konstruktor entsprechend um. Ja, also wir brauchen jetzt noch zwei Städte. Und zwar einmal eine, in der er lebt, ja, oder in der sie lebt, die Person. Und wir brauchen eine Stadt, in der die Person geboren ist. Die sind ja hier relativ einfach als Parameter dazugepackt. Und jetzt weisen wir nicht einfach die Attribute zu, sondern benutzen unsere Setup. Also set lebt in. Und da übergeben wir jetzt die eine Stadt für lebt in und set geboren in. Na. Und da übergeben wir die Stadt geboren in. Ja, also an der Stelle nicht einfach die Attribute zuweisen, sondern entsprechend die schon vorgefertigten Setter benutzen. So, und der hat ja schon Throws Exception, das heißt, da passiert nichts mehr, das ist also jetzt alles fertig. Da, dann sind wir mit der Person, zumindest für diesen Durchlauf, durch. Dann schauen wir mal die Stadt an. Die Stadt hat auch zwei Relationen. Und zwar einmal zu einem Fluss, die heißt liegt an, und zu einem Land, die heißt liegt in. So, auch hier ist zu beachten, dass das Land ein Pflichtattribut ist, also jede Stadt muss in einem Land liegen, da ist ja die Kardinalität genau 1. Also, brauchen wir erstmal das Attribut. Das Attribut ist 1, also ist es vom Typ Land, ja, und es heißt liegt in, ne? Also Stadt liegt in Land. Ja, auch hier wieder Getter und Setter generieren. Und auch hier wieder prüfen, dass uns da jetzt keiner einen Null übergibt. Da können wir einfach das hier von Personen übernehmen.
Also, wenn das liegt in null ist, dann werfen wir eine Exception. Land liegt in has to have a value. Auch hier wieder deklarieren, dass eine Exception geworfen werden kann. Und dann nach dem Prüfen und dem, wenn es erfolgreich ist, nicht werfen der Exception, die Zuweisung auf das Attribut. Naja, und da das jetzt ein Pflichtattribut ist, müssen wir unseren Konstruktor erweitern. Also wir brauchen hier ein Land, ja, liegt in. Und dann rufen wir hier gleich den Setter auf. Dann überprüft er das nämlich für uns. Ja. Und wir brauchen uns da nicht mehr drum kümmern. Ja, dass eine Exception geworfen werden kann, ist hier schon deklariert. Das heißt also, das ist auch schon alles wunderbar. Und jetzt kommt hier ein Land rein und wird dann über den Setter hier übergeben. Wird geprüft, ob das alles in Ordnung ist. Und dann am Ende auf das Attribut gesetzt. Ne? Also das ist ja unser Parameter in das Attribut. Parameter sind dann alle weg. Attribute bleiben ja nach dem Aufruf von so einer Funktion oder auch von einem Konstruktor bestehen. Gut, zweite Relation ist zu einem Fluss. Ja, oder wobei, da steht jetzt zu einem oder zu mehreren Flüssen. Ne? Also, daraus können wir jetzt erstmal sehen, es ist kein Pflichtattribut. Es gibt also Städte ohne Flüsse. Die liegen irgendwo auf dem platten Land. Und es gibt Städte mit Flüssen. Es können aber mehrere sein. Und mehrere heißt, wir brauchen irgendeine Liste. Und am einfachsten ist es, wenn wir einfach die ArrayList nehmen. Und die ArrayList, die ist im Paket Java Util definiert. Das heißt also, wir brauchen hier oben, über der Klasse, einen Import java.util.ArrayList. So, und dann können wir die benutzen. So, und die ArrayList ist ein generischer Typ. Das heißt, ich muss in diesen Spitzenklammern angeben, was ich auflisten möchte. Und das sind in unserem Fall Flüsse. Also ArrayList von Typ Fluss. So, das wäre jetzt mal der Typ. Die Relation heißt, liegt an. Also ein Fluss, ja, fließt durch das Land und die Stadt liegt an dem Fluss. So, und als Regel hatten wir gesagt, wir wollen ja gar nicht, dass die Leute sich mit dieser Liste selbst beschäftigen sollen, die sollen sich nur noch mit dieser Relation beschäftigen müssen. Also legen wir diese ArrayList gleich an. Also hier direkt in der Initialisierung die Instanzierung von dem Objekt ArrayList vom Typ Fluss. So, und jetzt ist die auf jeden Fall immer da, egal was passiert. Und damit uns da keiner dran rumfummelt, bauen wir da keinen Getter und Setter ein, sondern nur den Getter. Also, das geht hier auch über Source, Generate Getters und Setters. Und dann kann man hier nämlich aussuchen, er soll bitte nur den Getter generieren. So, jetzt haben wir also hier einen Getter. Also, get liegt an, heißt der. Und er gibt uns genau zurück unsere ArrayList. Und die ArrayList ist ja immer schon instanziert, das heißt, es kann nichts passieren. Und jeder, der jetzt damit arbeiten will, holt sich über den Getter die Liste und kann dann eben Flüsse hinzufügen oder auch entfernen. Die Liste hat ja auch eine Entfernen-Funktion. So, damit ist die Stadt auch soweit fertig, da wir brauchen den Konstruktor ja jetzt nicht um Flüsse erweitern, denn die Flüsse sind ja optional, also 0 bis n, das können also keiner sein, also brauche ich auch nichts erzwingen. So, dann schauen wir weiter. Also, das Land hat ansonsten auch keine Relation, damit sind wir also auch fertig. Und beim Fluss sind wir eigentlich auch soweit fertig, der hat auch keine ausgehenden Relationen mehr. Das heißt, wir brauchen auch hier keine zusätzlichen Attribute schaffen. So, und dann fangen wir vorne wieder an bei unserem Named Object und müssen mal schauen, was wir dafür Methoden noch implementieren können. Named Object hat gar keine Methoden, also wenden wir uns der Person zu. Ja, und bei Person, da gibt es jetzt also get Landesname Name und get Description. Naja, fangen wir mal mit dem Landesnamen an. Public String, ne, gibt ja einen String zurück. Get Landes
Name. So, und dann sehen Sie auch, das Ding hat keine Attribute, keine Parameter, weil er alle Informationen, die ich für den Landesnamen brauche, schon in diesem Objekt Person drin sein werden, das ich hier durch den Objekttyp beschreibe. Also müssen wir die Informationen jetzt daraus finden. Ne? Und dann schauen wir mal, wo hängt denn der Name? Der Name von dem Land, in dem die Person jetzt wohnt, hängt ja an genau dieser Stadt. Ne? Also der Name von dieser Stadt interessiert uns. Na gut, und die ist in lebt in. Und da kommen wir dran über get lebt in. Ne? So, also dieser Aufruf hier gibt uns eine Stadt zurück. Das heißt also, alles, was hier jetzt zusammen steht, bis zum Ende der Klammer, ist eine Stadt, also vom Objekttyp Stadt. Ja, und da kann ich ja mit diesem Punktoperator Dinge aufrufen. Ja, dann rufen wir jetzt mal getName auf. Ja, getName ist ja der Name von der Stadt. Das Name selbst ist ja geerbt von NamedObject. So, das heißt also, der ganze Ausdruck von hier bis da ist jetzt ein String. Und zwar der Name der Stadt, in der der lebt, also in der die Person lebt. Und da schreibe ich jetzt einen Return davor. Ja, weil mit einem String kann ich einfach zurückgeben. Und das ist ja auch ein String, was ich hier zurückgeben soll. Ja, also passt das. Return get lebt in Punkt get name. So, und der besseren Übersichtlichkeit fangen wir jetzt mal mit der Description von den Städten an und bauen danach erst die Description von der Person. Also, in der Stadt gibt es auch eine Methode get und die heißt getDescription. Gibt zurück ein String, also public getDescription. Auch hier wieder alles, was so eine Stadt zur Selbstbeschreibung braucht, ist schon drin. Ja, also brauche ich auch keine Parameter. So, was gehört denn zu so einer Stadtbeschreibung? Als allererstes natürlich mal der Name. Also ich bastel mir jetzt mal hier eine neue Variable, nenne die Result, und der weise ich erstmal zu getName. Ja, also hier fangen wir erstmal an mit der Name. Ja, der Name der Stadt, Frankfurt. So, und jetzt würde ja, falls es Flüsse gibt, noch irgendwie am Main oder an der Donau oder sowas kommen. Und das machen wir jetzt mal für jeden Fluss, den wir in dieser Liste von Flüssen finden. Und für jeden Fluss in einer Liste, na, das ist eine Vorschleife. Also for int i gleich 0. So, und das i soll jetzt kleiner sein als die Länge von diesem Array voller Flüsse. Na, und das Array voller Flüsse kriegen wir über get liegt an und davon die Länge. Die steckt in dem Size. Und der Schritt ist wieder i++. So. Ja, also hier wieder dieser Ausdruck bis hierhin gibt uns eine ArrayList voller Flüsse zurück und an einer ArrayList voller Flüsse kann man mit Punkt Size abfragen, wie lang sie ist. Das heißt also, dieses ganze Konstrukt bis hierhin ist ein Integer. Ja, und ein Integer kann ich jetzt mit diesem i als Laufparameter vergleichen und dann ergibt sich für dieses ganze Konstrukt, dass es ein Boolean ist. Ja, und das ist ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ja einen Boolean als Abbruchbedingung. So, was machen wir jetzt also für jeden Fluss, den wir da finden? Ja, also als allererstes machen wir mal so das Result. Ein bisschen länger, also muss jetzt irgendwie ein Abstand dazwischen. So, und dann wollen wir ja von dem Fluss, der an diesem Index jetzt steht, den Namen irgendwie erfahren. Also legen wir uns mal eine lokale Variable Fluss an. Und das ist jetzt der Fluss, der an der Eaton-Stelle in der liegt an Liste liegt, ne? Also get Klammer auf i. So, das hier ist ja eine Liste voller Flüsse. Ja, und wenn ich da get at i aufrufe, kriege ich genau einen Fluss zurück.
und den stecke ich hier in diese lokale Variable. So, und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also, wenn der Fluss männlich ist, ja, nicht der Fluss, sondern Current Fluss natürlich, ah, unser GetMail ist gar nicht, doch, da ist Mail. Dann soll ja das Result am plus den Namen sein. Und wenn das nicht so ist, ja, dann ist der Fluss weiblich. Und dann ist das Result nicht mit am, sondern an der. Ne? Neuburg an der Donau. So, und das Ganze jetzt für jeden Fluss. Und dann kommt am Ende raus, Berlin an der Havel an der Spree oder so. Und dann wollen wir noch wissen, wo das Ganze liegt. Also machen wir mal das Result noch ein bisschen länger. So, liegt in. Wie kommen wir jetzt an den Namen von dem Land? Ja, also get liegt in, gibt uns ein Land zurück und an dem Land gibt es die Methode getName, haben wir gerade selbst geschrieben. Die hat das nämlich von NamedObject geerbt. So, und das Result geben wir dann nachher einfach zurück. Ne? Also dann wird der Name von der Stadt hier in das Result reingeschrieben, dann am Main, an der Donau und so weiter, jeweils für jeden Fluss hinzugeschrieben. Und ganz am Ende steht dann noch liegt in und dann der Name von dem Land, in dem die Stadt liegt. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal für die Person. Ja, also hier public string get description. So, und da könnte ich jetzt einfach sagen, okay, da wäre jetzt meinetwegen das Result erstmal der Name von der Person. Und dann will ich ja noch dazu jeweils wissen, wo der lebt und wo der geboren ist. Also schreibe ich jetzt mal hin, Result ist geboren in, ja, und die Stadt muss es geben. Wie komme ich an die Stadt dran, in der er geboren ist? Mit get geboren in, das ist eine Stadt, und da rufen wir dann gleich das get description auf, und das gleiche machen wir dann nochmal mit der anderen Stadt, ja, also ist nicht ist geboren in, sondern und lebt heute in, und dann ist die Stadt, die uns interessiert, natürlich nicht mehr die geboren in, sondern die lebt in Stadt, also get lebt in get description. So, und das geben wir dann zurück. Und dann haben wir eine schöne Beschreibung unserer Person erzeugt. Da steht dann, Helmut ist geboren in Berlin, an der Spree, an der Havel, liegt in Deutschland und lebt heute in und so weiter. So, mehr Methoden haben wir nicht. Das heißt, wir sind mit diesem Durchgang jetzt auch durch, weil bei Land und bei Fluss ist eigentlich nichts mehr zu tun. Dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt mal ein Hauptprogramm schreiben, das das auch benutzt. So, als Beispiel habe ich Ihnen jetzt mal ein paar Personen hier mitgebracht, die in Städten leben. Die liegen alle in Deutschland, der Einfachheit halber. Dann können wir das beim Instanzieren, brauchen wir dann nur ein Land. Und die Städte liegen entsprechend an Flüssen.
Ich habe jetzt einfach mal, damit wir das jetzt, damit es ein bisschen einfacher ist, wenn wir sagen jetzt einfach mal, die sind alle da geboren, wo sie noch leben, bis auf jetzt hier der Hein, der ist in Essen geboren und der Pitt in Berlin. Ansonsten sind die alle da geboren, wo sie heute leben. Es geht ja auch im Prinzip hier erstmal darum, dass wir ein einfaches Beispiel haben. So, und damit es ein bisschen übersichtlicher ist, schlage ich Ihnen vor, hier einfach mal eine neue Klasse anzulegen. Nennen wir mal App. Und da kommt jetzt unsere Main mit rein. Also, hier die Klasse. Und da drin ist die Main. Räumen wir ein bisschen auf, dass wir es ein bisschen besser sehen. So, und jetzt haben wir so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Was brauchen wir als allererstes? Wir brauchen mal ein Land, in dem nachher die Städte alle liegen. Also, schreiben wir mal hin, Land Deutschland ist gleich New Land. Und wie Sie sehen, brauchen wir hier gleich einen Konstruktor und da geben wir den Namen von dem Land als Parameter rein. Ne? Das geht ja gar nicht anders. Land hat ja einen Konstruktor, der verpflichtendes Attribut des Namens hat. So, das Ganze ist rot unterstrichen, weil wir wieder die Exception nicht behandelt haben, deshalb deklarieren wir hier oben, dass Exceptions geworfen werden können. So, das ist jetzt noch gelb unterstrichen, weil wir haben es jetzt angelegt, aber nie benutzt. Das wird sich ja gleich ändern. So, dann würde ich sagen, völlig unabhängig von allem anderen sind die Flüsse. Da legen wir als erstes mal die Flüsse an. Also fangen wir an mit dem Fluss Ruhr. Und der ist ein Fluss. Auch hier wieder der Konstruktor bekommt als Parameter den Namen. Und das Geschlecht. Ne? Und die Ruhr ist weiblich, also ist nicht männlich. Also muss hier ein False übergeben werden. So, dann legen wir den nächsten Fluss an, die Spree. Also auch wieder vom Typ Fluss, heißt Spree. Ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, die Spree ist auch nicht männlich. Also kommt hier ein False hin. So, das gleiche für die Havel. Die liegt ja auch da oben. Und wie ich schon gesagt habe, heißt das Ding die Havel. Und dann hatten wir als letzten Fluss den Main. Und der ist männlich. Ja, also Ruhr, Spree, Havel und Main konnte ich ja jetzt ohne Probleme anlegen. So, dann schauen wir mal in die nächste Runde. Die Städte. Städte kann ich anlegen, indem ich denen ein Land gebe, in dem sie liegen. Das ist das Pflichtattribut vom Konstruktor. Also fangen wir an mit der Stadt Bielefeld. Ist also eine Stadt. Heißt Bielefeld. Die lokale Variable müssen wir klein schreiben. Was sollten wir klein schreiben? Und liegt in Deutschland. Passt. So. Die nächste Stadt war Mülheim. Ist also auch eine Stadt. Ist Mülheim. Da gibt es ja mehrere von, also da ist auch ganz wichtig, dass es an der Ruhr liegt. Aber erstmal liegt es in Deutschland. So, und den Mülheim, den wollen wir jetzt ja auch noch mitgeben, dass es an der Ruhr liegt. Also, rufen wir auf Mülheim. Ja, und Mülheim ist ja eine lokale Variable. Drin steckt eine Stadt. Das heißt also, ich kann mit get liegt an die Liste der Flüsse, an der die Stadt liegt, bekommen. Und diese Liste wiederum hat eine Methode add. Und da kann ich jetzt als Fluss übergeben die Ruhr. Ja, das heißt also, in der Liste ist jetzt einmal die Ruhr verzeichnet.
So, jetzt machen wir hier noch einen Abstand, dass man das besser sieht. So, dann schauen wir mal die nächste Stadt an. Die nächste Stadt war Essen. Legen wir also wieder an mit einem Konstruktor. New Stadt. Gut, Parameter ist der Name und das Land. Das ist in dem Fall Deutschland. Auch hier wieder, Essen liegt an der Ruhr. Also Essen ist eine Stadt, da kann man abfragen, die get liegt an. Das ist eine ArrayList. Eine ArrayList hat eine Methode, um etwas hinzuzufügen. Und zur Auswahl hätten wir jetzt hier mehrere lokale Variablen. Und die Ruhr wäre die, die wir haben wollen. Ja, das können wir jetzt so weitermachen. Also die nächste Stadt ist Berlin. Also eine neue Stadt mit dem Namen Berlin. Liegt auch wieder in Deutschland. Und liegt jetzt auch an mehreren Flüssen. Also holen wir uns die get liegt an von Berlin und fügen hinzu die lokale Variable Spree. Und das Ganze machen wir nochmal. Get liegt an. Wir fügen hinzu die lokale Variable Havel. Jetzt sind also die Havel und die Spree in dieser Liste an dem Berlin gelandet. So, letzte Stadt. Stadt Frankfurt ist eine neue Stadt. Heißt Frankfurt. Liegt in Deutschland. Und Frankfurt liegt am Main. Also zumindest mal das Frankfurt aus dem Beispiel. Get liegt an at Main. Ja. So, jetzt hätten wir also die ganzen Städte angelegt. Und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen noch ein paar Personen. Ja, dann fangen wir oben an. Also Person. Otto ist eine neue Person. So, und der Konstruktor bekommt als Parameter einen Namen. Da steht Otto in unserem Beispiel. Und dann ein geboren in und ein lebt in. Also geboren ist der jetzt in Bielefeld. Und leben tut er da auch noch. Ja, also wenn wir jetzt mal hier in den Konstruktor von Person reinschauen, dann sehen wir, es soll übergeben worden werden die Stadt, in der er lebt. Ja, also das ist Parameter und wird dann hier mit Z lebt in weiterverarbeitet und danach die Stadt, in der er geboren ist. Ja, dann schauen wir weiter. Die nächste Person, die auf unserer Liste ist, ist Erwin und der ist eine neue Person. Lebt in Bielefeld und ist auch da geboren. So. Schauen wir uns die nächste Person an. Das ist Jan. Ist eine New Person. Name ist Jan. Und Jan ist Mülheimer. Offensichtlich auch von Geburt an. Denn der ist da auch schon geboren in unserem Beispiel. Gut, die nächste Person wäre dann der Klaas. Klaas lebt in Essen. Und wurde auch dort geboren. Die nächste Person ist Hein.
Heißt Hein lebt heute in Berlin, wurde aber geboren in Essen. Und die letzte Person auf unserer Liste ist Pitt. Also eine neue Person namens Pitt. Lebt heute in Frankfurt, wurde geboren in Berlin. So, dann müsste das ja jetzt passen. So, damit wir jetzt mal sehen, ob wir das alles richtig gemacht haben, schreiben wir jetzt mal hier System out Printline und dann holen wir uns mal von dem Pit mit getDescription einen String, der den Pit beschreibt. So, und da drücken wir jetzt einfach mal Play und schauen, was dann auf der Konsole steht. So, Pitt ist geboren in Berlin an der Spree, an der Havel, liegt in Deutschland und lebt heute in Frankfurt am Main, liegt in Deutschland. Ja, am Main, sehen Sie, da ist jetzt das Geschlecht von dem Fluss mit ausgewertet, ne, an der Spree und so weiter. So, das können wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, indem wir hier einfach mal schon für die Städte unser getDescription ausgeben. Also machen wir hier mal rein ein System out Printline. Kopieren wir uns mal, das brauchen wir gleich nochmal. Und dann holen wir uns mal von dem Bielefeld mit getDescription die Description. Dann soll er die mal ausgeben. Das gleiche machen wir mal mit Mülheim. Mülheim an der Ruhr. Ne? Und mit Essen. Und mit Berlin machen wir das auch. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie der das dann entsprechend jedes Mal, wenn wir das aufrufen, sauber zusammensetzt. Frankfurt. Description und das Ganze dann nachher auch noch hier für unsere ganzen Personen. Also einmal für Otto, dann für Erwin, für Jan, für Klaas und für Hein. Ja, und für Pitt. So, wenn wir jetzt mal auf Play drücken, dann möchte er das noch speichern. Und dann sehen Sie hier unten, gibt er das aus. Also Bielefeld liegt in Deutschland, Mülheim an der Ruhr liegt in Deutschland, Essen an der Ruhr liegt in Deutschland, Berlin an der Spree, an der Havel liegt in Deutschland, Frankfurt am Main liegt in Deutschland. So, und dann geht es hier die Personen. Otto ist geboren in Bielefeld, liegt in Deutschland und lebt heute in Bielefeld, liegt in Deutschland. Und so weiter und so fort. Und da sehen Sie jetzt, dass im Prinzip durch den Aufruf von den Attributen, ne, jeweils immer über die von uns ja im Datenmodell hinterlegte Art der Relation, also über die Relation, dann zu den anderen Objekten kommen und von da dann wieder die Attribute auslesen können. Ne. Und genau das machen Sie sich zunutze, wenn Sie die Hausaufgabe über die Produktstruktur machen. So, und das machen wir auch immer so. Ne? Also wenn wir jetzt hier so ein Objekt von Typ Person, also zum Beispiel Jan in der Hand haben, also irgendwo im Programm, und wir wollen jetzt wissen, ob der einen Fluss in der Nähe hat, ja, dann würden wir also immer hier uns über die Relation in die Stadt hangeln und dann von der Stadt entsprechend gucken, die Relation Flüsse. Ne? Also in dem Beispiel wäre es jetzt so, dass man jetzt hier sagen würde, okay, Jan get lebt in, ne, das ist ja eine Stadt, ne, also Jan ist eine Person und Jan get lebt in, Klammer auf, Klammer zu, ist eine Stadt und die hat ja die Relation liegt an. So, wenn ich jetzt wissen will, ob der irgendwie in der Nähe einen Fluss hat, könnte ich jetzt einfach sagen size
größer 0. Ja? Also, wenn man, das wäre jetzt ein Boolean. Also kann ich sagen, if Jan lebt in, get liegt an, size größer 0, dann kann ich sagen, okay, system out print Jan lebt in der Nähe eines Flusses. Ja, also, dann hätte ich herausbekommen, dass es offensichtlich da eine Relation gibt. Ne? Das heißt also, dieses Durchhangeln, das zieht sich durch. So, und genau das machen sie sich auch zunutze für die Hausaufgabe mit der Produktstruktur. Ne, weil aus der Produktstruktur wollen wir nämlich nächste Woche dann auch nochmal Stücklisten ableiten. Und da muss man sich ja auch im Prinzip durch diese ganze Struktur durchhangeln.